Gehst du morgen mit ins Netz? Echt jetzt? Ja. Morgen! Hallihallo aus dem freundlichen, verregneten Halle. Lachst du schon wieder? Was machen wir? Oder was haben wir gemacht? Wir wollten uns ganz schnell nochmal zur Sache melden. Guck mal, was sind hier die Groupies? Nee, wir haben die Woche, was haben wir die Woche gemacht? Warte mal, ich überlege gerade. Q2 angefangen. Wir haben Q2 angefangen. Wir werden hier noch unter dem BMW, der gerade hier steht. Der kriegt noch eine Abgasanlage drunter. Wir haben auch aktuell unseren, oder was heißt, den Arteon stehen. Wir haben den T-Roc stehen. Der steht ja hinten irgendwo rum. Wir hatten ja am Wochenende eine Veranstaltung gehabt. Wir haben auch dieses Wochenende wieder eine Veranstaltung. Und zwar die King of Extreme in Leipzig. Das ist auch wieder eine Motocross-Nummer. Und jetzt kommt das Geile. Wir haben endlich Räder auf dem Audi RS4 drauf. Ich habe ja gesagt, letztes Mal auf Winterrädern, jetzt auf Sommerrädern. Bitteschön. Audi RS4, Performance Airride drinne. Performance Airride drinne. Dann haben wir eine Airlift-Steuerung drinne. 10,5x20er Räder. VRE1 von Vossen. Ich denke, kann sich sehen lassen. So, und der wird dann morgen auch noch ausgeliefert. Dann haben wir noch ein paar Projekte am Laufen. Hinten steht noch ein Ram, der gerade gemacht wird. Wir können mal hintergucken. Können wir schauen mal hinter. Ja, also wir haben gerade echt eine ganze Menge zu tun. Mustang geht es natürlich noch nicht voran. Aber nächste Woche geht es damit los. Aktuell, wie gesagt, sind wir am Q2 dran. Der Q2 kriegt auch wir stellen Performance rein, Airlift 3P-Steuerung, 20 Zoll MB-Design-Räder und kriegt noch eine krasse Farbe drauf. Ja, hinten haben wir noch einen Dodge Ram stehen, der hat jetzt, der wurde weiß, von schwarz auf weiß. Hat jetzt gerade noch 22 Zoll Räder drauf bekommen. Und der Paul macht schon wieder Feierabend da hinten. Guck mal hin. 16 Uhr fährt hier der Hammer. Ja, gehen wir mal zum Q2. Ich kann der Paul mal fragen, was der dazu zu sagen hat. Paul, was hast du zu sagen? Hi Leute, Q2 brauchst du Schlüssel. Q2 brauche ich einen Schlüssel, yes. Hat er jetzt gesagt. So. Ja, ganz schön hoch. Jens, ein Q2. Also, folgendes Ziel. Weiß kommt komplett weg. Machen ein kleines Konzept raus. Alle Teile sind aktuell da. Reifen sind auch noch gekommen für das Auto. Paul hat angefangen, die Steuerung einzubauen. Ist da schon was drin überhaupt? Ja, alles fertig. Alles fertig, sagt er. Auch hier. So sieht das aus. Hier war auch der Subwoofer im Fahrzeug gewesen und wir wollten dann auch alles wieder hier in der Ersatzradmulde verbauen. Hier kommen dann letztendlich noch die Schläuche von den Achsen halt durch. Das sind eigentlich auch die einzigen Bohrungen, die du dann an dem Fahrzeug hast. Kompressor, Steuerung, Tank. Und so haben wir quasi den kompletten Kofferraum zur freien Verfügung, dass das eigentlich gar nicht nervt. Ziel soll es sein, den Q2 so hinzustellen, dass da ähnlich wie der T-Roc steht. Also es soll schon so sein, dass das Auto, sage ich mal, mit der Radlaufkante irgendwo einen Reifen versenkt, oder? Das sollte man eigentlich hinkriegen. Wie gesagt, 20 Zoll Räder kommen drauf, 8,5x20 ET45. Das sollte eigentlich eine Nummer werden, wo das wirklich bündig runtergeht, ohne dass da was schleift, kratzt oder macht oder tut. So brauchen wir auch die Radwahrscheinlich nicht zu bearbeiten, auch die Radläufe nicht zu bearbeiten. Ja, was haben wir noch getrieben? Gucken mal hier rein, hier steht der Ram rum. Hier steht der Ram rum. Ja, Ronny sein Ram. Weiße Folie drauf. Ist jetzt ein bisschen eingeträgt, wir haben eine kleine Probefahrt gemacht mit dem Auto. Plus ein paar 22er Räder, sowas machen wir natürlich auch. Pickup-Bereich ist es momentan aktuell echt gefragt. Wir machen jetzt auch demnächst, so wie es aussieht, noch einen Amarok. Ich wollte jetzt schon sagen Anarok, aber nee, es wird ein Amarok. Ich denke mal, es wird auch nochmal cool. Ja, noch ohne Auspuff, aber mal schauen. Nee, also folgendes, nächste Woche wird es interessant. Wir fangen den Mustang wirklich dann definitiv an. Wir haben den Q2 endlich mal auf dem Boden liegen. Ja, dann hoffen wir, dass da ab Dienstag, Mittwoch vielleicht sogar schon foliert werden kann, das Auto, also der Q2.
Aktuell steht noch ein Opel Insignia in der Folierung drin, der gerade eingetütet wird. Und was haben wir eigentlich noch geplant? Ich weiß es nicht, es ist echt viel gerade. Also wir haben den Hof aktuell voll. Reicht ja erstmal auch. Das reicht erstmal auch. Morgen, wie gesagt, schaut euch das mal an. Morgen schicken wir mal, überladen wir mal einen kleinen Carbon vom RS4 bei Facebook hoch. Julian hat schon ein Video gemacht. Und ansonsten, wie gesagt, hoffen wir, dass wir nächste Woche den Motor vom Mustang auseinander haben. Das wird auf jeden Fall geil, da freue ich mich auch schon richtig doll drauf. Und dann haben wir noch zwei Sachen. Wir überlegen gerade die ganze Zeit, was machen wir mit dem Mustang? Lassen wir unseren roten Mustang so, wie er ist? Oder wir spekulieren drauf, das Ding auf Liberty zu bauen? Das war jetzt mal so eine Frage, da würde ich gerne mal eure Meinung wissen. Ich bin da echt noch hin und her gerissen gehabt. Also auf jeden Fall kriegt der GT86 ja den Breitbau, haben wir ja gesagt gehabt. Aber bei dem Mustang sind wir jetzt gerade, wie gefällt er euch besser? Würde er euch besser gefallen, wenn man das Ding verbreitern? Oder findet ihr den Style, wie er jetzt hat, so wie er ist, gut? Ne? Schreibt uns mal deine Meinung. Und das, was sozusagen meinungsmäßig besser akzeptiert wird, das wollen wir natürlich versuchen umzusetzen. Ne? Einfach nur mal Interesse halber. Gut, das war es mal so ein kleines Update vom Donnerstag. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade noch ein bisschen im Stress. Das eine Auto muss weg, das andere Auto kommt her und ach, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, nächste Woche gucken wir uns noch mal an, was wir bis dahin erreicht haben. Ich hoffe, es ist noch interessant für euch. Wenn ihr Fragen habt, einfach mal durchmähen. Und, ja. Übrigens, wir hatten noch mal den Tag die Caps eben halt hochgeladen gehabt. Die sind jetzt leider alle ausverkauft. Also die, da braucht ihr uns jetzt auch nicht mehr anzuschreiben. Die sind jetzt seit heute sind die komplett raus. Wir hatten noch einen Karton von 10 Caps gefunden gehabt. Die sind dann wirklich jetzt ausverkauft. Ja, aber wir arbeiten schon an neuen Sachen. Ne? So, tschüss. Ja, soweit erstmal das, was wir loswerden wollten. Ja, ansonsten war es das erstmal für heute. Wie gesagt, ihr merkt gerade, ich bin ein bisschen im Wuling. Und nächste Woche hören wir voneinander und gucken.